In dieser Woche hat mich ein Kunde gefragt, wie er eine Remarketing-Liste in Google Ads einrichten kann, um Warenkorbabbrechern ja nochmal eine zusätzliche Botschaft eben im Sinne von Remarketing schicken zu können. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht in diesem Video. Und wenn du eine Frage hast zum Thema Online-Marketing, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich mache jede Woche ein Video, wo ich Fragen von Kunden oder auch Interessenten per Videobotschaft beantworte. So, und jetzt geht's los mit der Frage, wie richte ich eine Remarketing-Liste für Warenkorbabbrecher ein? In 2 Sekunden geht's weiter. Vielen Dank an Clou dafür, dass ich den Fall hier präsentieren darf. Clou stellt Nahrungsergänzungsmittel her und vertreibt diese unter anderem über den Online-Shop. Hier seht ihr übrigens mein absolutes Lieblingsprodukt, der Diät-Shake mit Cookie-Geschmack, schmeckt super lecker. Und ich habe damit 3 Kilo abgenommen, relativ easy. Also, wer mag, schaut mal bei Clou vorbei. Das dazu und jetzt geht's los. So, auch im Online-Marketing gilt, viele Wege führen nach Rom. Man kann ein Ziel, was dann nachher in einer Remarketing-Liste genutzt wird, eine Zielgruppe, entweder in Google Ads direkt einrichten. Das mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich richte es lieber in Google Analytics ein. Und um das zu tun, klickt man auf Verwalten und dann im mittleren Bereich auf Zielgruppendefinition und da kann man eben dann bestimmte Zielgruppen super granular einrichten. Also man spricht hier eigentlich von Listen, die man hier erstellen kann und hier wird eigentlich gleich auf den ersten Blick relativ klar, die Optionen und Möglichkeiten, die ich hier habe, sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Und wenn ich hier eine Liste erstellt habe, kann ich ganz zum Schluss, das zeige ich dir jetzt gleich, auch sagen, wo ich diese Liste nutzen kann. Und eine Nutzungsquelle oder Nutzungsziel eigentlich mehr ist eben Google Ads. So, und jetzt konkret zu der Frage, die mein Kunde gestellt hat, wie ich das also machen möchte, dass ich Warenkorbabbrechern eine Remarketing-Kampagne angedeihen lassen möchte, dann richte ich eine solche Liste ein. Ich gehe also hier beispielsweise auf Seite Warenkorb. Das heißt, ich bestimme hier, dass der Besucher auf der Seite Warenkorb gewesen sein muss und ich sage weiterhin, verknüpfe also hiermit jetzt eine zweite Bedingung, sage, und er soll nicht auf der Seite Kasse gewesen sein. Und das ist an der Stelle eigentlich schon alles. Natürlich variieren die Links hier von System zu System. Ich habe jetzt hier unterstellt, dass der Warenkorb, die URL, die Seite des Warenkorbs auch Warenkorb heißt und dass die Seite, wo man dann weiter auf Kasse geht, auch Kasse heißt. So, wenn das gegeben ist, gibt man dem Ganzen im Prinzip nur noch einen entsprechenden Namen und bestimmt, welche Ziele eben diese Liste nutzen können. Und da ist natürlich jetzt Google Ads eines der Ziele, denn ich möchte die Liste ja für eine Remarketing-Kampagne in Google Ads nutzen. Bedingung an der Stelle ist natürlich, dass Google Ads mit Google Analytics verknüpft ist und umgekehrt, damit dann die Conversions bzw. die Informationen, in dem Fall reden wir jetzt nicht über eine Conversion, zu Google Ads übertragen werden können und die dort genutzt werden können. Aber wenn das gegeben ist, dann beantwortet das hier jetzt im Grunde die Frage, wie kann ich eine Liste einrichten, die ich in Google Ads in einer Remarketing-Kampagne nutzen möchte, um Warenkorbabbrecher mit tollen Botschaften zu beglücken. Ich danke bis hierhin für deine Aufmerksamkeit. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du magst und auch eine Frage hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, einmal in der Woche mache ich ein Video und beantworte Kundenfragen oder Interessentenfragen per Videobotschaft. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis dann.